Flugabwehrspezialist mit Auslandsausbildung, der Flarak-Soldat Patriot. Ich bin Remo Janke, bin jetzt 23 Jahre alt, habe vor meiner Zeit bei der Bundeswehr ganz normal Realschulabschluss gemacht, bin dann in die Lehre gegangen zum Augenoptiker, habe ein halbes Jahr als Geselle gearbeitet und bin dann zum Grundwehrdienst eingezogen worden und bin jetzt hier als Flugabwehrraketensoldat, Patriot, so nennt sich das System, tätig. Der Stadtgeräteführer geht in Amerika, der Lehrgang, 6 Wochen. Dort lernt man halt den kompletten Aufbau des Stadtgerätes. Und dort ist halt das Schönste, man ist einfach mal weg. Ein ganz anderes Land, ganz andere Sprache, Riesengelände. Also es ist alles von der Vorstellung her anders als hier. Allein der Truppenübungsplatz dort ist so groß wie Saarland. Also die haben einfach wesentlich mehr Platz. Und da kann man das wesentlich realistischer darstellen als hier bei uns. Das ist das Startgerät des Waffensystems Patriot. Von hier aus werden die Misseln verschossen, 4 Stück an der Zahl. Und es wird direkt angebunden an den Kampfstand. Die haben dann sozusagen die Kontrolle, nachdem wir das aufgebaut haben. Und wir bocken den LKW im Endeffekt auf, richten ihn aus und fahren dann die Kanister nach oben in die entsprechende Stellung, damit die dann wirklich abfliegen können, ohne dann großartig Schaden anzurichten am Boden. Meine Dienstzeit endet dieses Jahr. Wenn alles so geht, wie ich es mir denke, dann werde ich meinen Berufsförderungsdienst nutzen, um meinen Augenoptikmeister zu machen. Das heißt, ich gehe zurück in meinen vorher gelernten Beruf. Mein eigentlicher Plan ist es aber, bei der Bundeswehr noch als Feldwebel anzuheuern und dann aber auch in der Tätigkeit des Augenoptikers. Meine Eltern und Freunde, es war ja erst nur der Gedanke, ja, Grundwehrdienst. Da haben sie natürlich gesagt, ja, mach mal, ist nicht schlecht. Ein junger Mann sollte mal bei der Bundeswehr gewesen sein, mal hier Disziplin gelernt. Ja, als es dann ans Thema kam, länger zu machen, ich sag mal, ich habe mich sehr lange und ausführlich mit meiner Mama und meinem Papa darüber unterhalten. Sie haben sehr positiv reagiert, sie fanden es gut und sie stehen auch vollkommen hinter mir. Also egal, was ich hier tue oder auch wenn ich jetzt noch auf einen 12er verlängere, sie werden da auf jeden Fall immer hinter mir stehen.